Ah. Mein Quick Save machen, nachdem ich diese Bären besiegt habe. Okay, hier geht's auch nicht mehr weiter. Das ist auch eine unsichtbare Wand im Weg. Aber ja, ist okay. Oh, hier kommen wir nicht durch. Netter Witz. Na gut, ja, bis jetzt haben wir jeden Kampf geschafft, den wir so schaffen, den wir gekriegt haben. Blubidi blub blub. Aber das sind doch ziemlich heftige Kämpfe teilweise. Seht, dort vorn, der Planwagen. Da muss etwas passiert sein. Dann sehen wir uns das mal genauer an. So, ja. Die Lieferanten finden. Sprich, Freund. Saranar Ayorla. Feyatara Bra. Alles klar. So. Konstitution noch auf den, bitte. So, dann geht er mal vor und triggert die Orks. So. Ich würde ehrlich gerne wissen, warum die so gerne auf die zwei einschlagen. Dann kann ich gleich in den Nahkampf übergehen mit den beiden. Ach ja, und ein Gefährt noch herbeibeschwören wäre auch keine verkehrte Idee. Mein Atem geht ruhig. Feyatara Gra. Oh, ein Geisterbär. Praktisch. Okay, Gladys, Heiltrank. Bitte schnell. Komm schon. Okay, wir machen erstmal die Bogenschützen platt.
So, jetzt. Ein Heiltrank und dann machen wir den noch platt. Ein Schwert. Lass das mal vorne machen. Niederwerfen werde ich dich nicht können, oder? Nein, leider nicht. Los, weg mit dir. So. Alles klar. Arquatus. Das bin ich. Deceptio. Ich wüsste eher echt gerne manchmal, wie das Agro-System in diesem Spiel funktioniert. Denn es ist so dermaßen total random. So. Danke für eure Rettung. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Als ich den Wagen gesehen habe, habe ich schon vermutet, dass etwas nicht stimmt. Ich war gerade auf dem Weg nach Ferdok, als die Orks mich ganz unvermutet überfielen. Nicht auszudenken, was die Orks mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wärt. Wir waren ohnehin auf der Suche nach euch. Ihr seid doch mit eurem Waren auf dem Weg nach Ferdok zu Emaran Störebrand. Ja, allerdings. Wie könnt ihr das wissen? Euer Eintreffen in Ferdok war längst überfällig und wir benötigen dringend ein Paket mit Kurschamazungen. Also sind wir euch entgegengereist. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Leider haben mir, wie ihr euch sicherlich denken könnt, die Orks die Kurschamazungen abgenommen. Lasst mich kurz nachsehen, ob die Orks sie nicht schon vertilgt haben. Okay. Fex sei gepriesen. Hier sind sie ja. Ich möchte sie euch zum Dank schenken. Danke, das ist sehr großzügig von euch. Das ist doch das Mindeste. Würdet ihr mir dennoch bei der Reparatur meines Wagens behilflich sein? Den Rest schaffe ich dann alleine. Ja, aber sicher. Danke. Doch. Ich werde dann am Wagen auf euch warten. Okay, gut. Gucken wir mal, was hier noch so rumlungert. Zwei helle Ferdocker. Ah, und sonst ist hier nichts mehr. Ja, finde den Lieferanten. Ich habe den Lieferanten aus der Gefangenschaft von einer Gruppe Orks befreien können und zum Dank von ihm ein Paket Kurschamazungen erhalten. Ich habe dem Lieferanten versprochen, seinen Wagen zu reparieren, damit er die Reise fortsetzen kann. Also ja, die Kurschamazungen sind jetzt hier bei den Questsachen. Das packen wir mal zu dir. Pfeile. Einbeersäfte. Das kommt zu dir. Das ist alles zum Verkaufen. Quellwasser kommt auch zu dir mal. Oh, das Fell hätten wir abgeben können. Also ausräumen können. So, dann helfen wir mal, den Wagen zu reparieren. Wir brauchen noch 6 Murmeln, dann können wir wenigstens das schon mal abgeben. Also erst nach Talon reisen, den Trollen das geben, was sie schon wollen. Und dann nach Morolosch weiter. Da seid ihr ja. Viel Erfolg bei der... Fuhrwerk. Leider ist es mir nicht gelungen, den Wagen des Lieferanten zu reparieren. Da es mir nicht gelungen ist, den Wagen zu reparieren, sollte ich Emaran Störebrand Bescheid sagen, damit er Hilfe schickt. Oh. Das war wohl nichts. Auf jeden Fall danke, dass ihr es versucht habt. Tut mir leid, ich werde nach Ferdok reisen und Emaran Störebrand bringen euch zu
jemanden zu schicken. Tut das. Ich werde hier... Okay. Dann muss ich nur noch den Weg zurückfinden. Also wie ich in den Kosch zurückkomme. Das müsste ja eigentlich da sein, wo ich reingekommen bin. Und ja, Schmieden erschwert. Ja, wegen der Fingerfertigkeit ist es gescheitert. Und durch das Erschwert um 20 hatte ich halt keine Punkte. Okay, wie komme ich denn hier wieder weg? Wie komme ich jetzt wieder weg? Hier werde ich gleich wieder gegen eine unsichtbare Wand laufen. Ja. Es gibt keinen Kartenübergang. Ja. Ja, hier komme ich hier nirgends lang. Tut das. Ah, hier ist der Kartenübergang jetzt aufgeploppt. Gott sei Dank, ich habe jetzt gerade schon gedacht. Also ja, direkt nach Uktanhafen. Frage ich mich, wo wir in den Uktanhafen kommen. Romansheim, Priusplatz. Also wir starten irgendwo mittendrin. Gut, dann gucken wir noch bei den Krämer hier. Also Händler Kupines und vorne bei... Nur ein almandisches Satyrkeit und eine Krötenhaut. Ja, dem Krämer Rappelbusch hier. Ob der noch ein paar Murmeln für uns im Angebot hat. Und danach speichern wir mal wieder und machen einen Cut. Okay. Würfel. Jede Menge Stöcke. Ich habe sie keine Murmeln.
Schade. Mausefallen brauchen wir keine mehr. Okay. Gut, dann würde ich sagen... Oh, die beiden sind wieder anwählbar. Hm. Oder waren, habe ich es nie gemerkt, dass sie das sind. Gut, das heißt, bevor wir jetzt zur Störebrand gehen, ist es mal wieder Zeit zu speichern. Das wäre dann 004. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.